Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Glarner trifft auf Glarner TV. Mein heutiger Gast ist der Präsident von der Aargauer SVP, Nationalrat Thomas Burgherr. Salut Thomas. Salut Andi, danke vielmals. Gern geschehen. Es geht langsam auf den Wahlendspurt los. Bist du nervös? Nein, ich bin optimistisch. Wir werden unsere Wahlziele erreichen. Wie wird die SVP abschneiden? Wie viele Sitze hat sie noch? Die SVP wird gut abschneiden. Wir werden 7 Nationalratssitze haben, wie bisher. Der Ständeratssitz mit dem Hans-Jürg Knecht und auch der Regierungsratssitz, der zweite, mit dem Jean-Pierre Galatti. Das sind ambitiöse Ziele. Ja, aber die werden wir erreichen. Vor einem halben Jahr war ich etwas pessimistisch, aber im Moment läuft es sehr gut. Wer wird von den vielen neuen Sitzen, die es gibt, die erreichen? Da möchte ich keinen Namen nennen, aber wir haben eine super Liste. Da ist ein grosses Engagement bei diesen Leuten, weil viele haben die Hoffnung, dass sie gewählt werden und es haben wirklich sehr viele auf dieser Liste die Chance, dass sie Nationalrat oder Nationalrätin können werden können. Ja, Rechner ist ja 4. Ja. Genau. Und dann vielleicht noch am 5., wenn der Hans-Jürg Ständerat werden würde. Ja. Letztendlich haben wir meines Erachtens 9 Gewinner auf dieser Liste. 7 Nationalräte und eben Ständerat und Regierungsrat. Sehr gut. Martina Bircher und Benjamin Gietzeran sind aber bereits gesetzt, kann man sagen. Übernehmen möchte ich nicht reden, aber es sind natürlich 2 Kandidaturen, wo man sogar gesamtschweizerisch darüber redet und die haben natürlich eine sehr, sehr gute Chance. Ja. Wie denkst du, dass national wird rauskommen bei den Wahlen? National, ich sage jetzt mal -/+2%. Okay. Du hast dich vom Öpfelplakat distanziert, wieso? Ich bin gerade zurückgekommen von den Verhandlungen mit der FDP wegen der Listenverbindung. Und die Listenverbindung ist für uns sehr wichtig. Die wird uns auch den 7. Sitz helfen ins Trockene bringen. Die Botschaft, die hinter dem Öpfelplakat ist, ist absolut die Richtung. Wir wollen eigenständig bleiben in diesem Land. Im Nachhinein muss ich sagen, das Öpfelplakat war gut gewesen. Es hat es gebraucht, dass wir die Aufmerksamkeit wieder haben können holen zu unseren Themen. Was macht die SVP Schweiz zurzeit falsch? Wo könnte man etwas verbessern? Wir müssen ein bisschen mehr Bürgernähe wieder gewinnen. Mhm. Wie heissen die beiden Aargauer Ständeräte nach der Wahl? Ja, sicher Hans-Jürg Knecht und ich gehe davon aus, der Thierry Burkhardt. Okay. Meinst du nicht, dass der Hans-Jürg ein bisschen zu ruhig, ein bisschen zu passiv ist? Müsste er nicht ein bisschen aufdrehen? Der Hans-Jürg Knecht ist ein sehr guter Kandidat, ist ein typischer Milizpolitiker, oder? Ich kenne das selber, wie auch so einer, das ist ein riesen Spagat. Auf der einen Seite hat man das Geschäft, auf der anderen Seite Politik. Aber der Hans-Jürg macht das sehr gut, tut seine Politik glaubhaft vertreten, er kommt gut rüber, er macht es besser als vor 4 Jahren, viel besser. Mhm. Ich bin überzeugt, dass er gewählt wird, weil er ist wirklich glaubhaft und hat eine gute Politik gemacht die letzten Jahre. Mhm. Das mit der Regierungsrätin Roth ist ja ziemlich in die Hose. Ist das ein Schandfleck auf deiner weißen Weste? Ja, wir haben uns dort täuschen bei dieser Nomination. Und rückblickend war das ein Fehler gewesen. Aber so Fehler macht man auch in der Wirtschaft. Ich habe auch schon Leute eingestellt, die ich nachher müssen sagen ich habe mich täuschen, es war nicht die richtige Person gewesen. Und bei Franziska Roth war das genau das gewesen. Und da ist noch dazu gekommen, sie hat sich wirklich nicht helfen lassen. Wir haben eine Hilfestellung aufgezeigt und sie hat die nicht angenommen. Bereust du die Medienmitteilung, die ihr auch gemacht habt? Wir haben uns dort entschuldigt für die Nomination. Und wir haben das wirklich ehrlich gemeint. Die Entschuldigung war ehrlich. Ich würde es aber nicht mehr machen, weil sie nicht gut ankommen. Sind das deine Worte oder nicht deine, die vom Sekretär? Die Medienmitteilung haben wir das dritte Hoch gemacht und ich als Parteipräsident übernehme auch die Verantwortung, selbstverständlich. Das sind meine Worte. Gut, das zeichnet dich ja auch aus, dass du jeweils herstehst. Ist die Kandidatur vom Provokateur Galatti nicht ein gewisses Risiko? Ich bin überzeugt, dass der Jean-Pierre Galatti gewählt wird, weil die Leute wissen, dass er nach der Wahl das Departement kann übernehmen kann, vom ersten Tag her führen. Das ist auch bitter nötig, dass man dort jetzt wieder arbeitet. Und der Jean-Pierre Galatti, wenn ich die Kandidaten anschaue, ist er eindeutig der Beste. Das sagen mir auch FDP-Leute, Leute von anderen Parteien. Mhm. Warum bist eigentlich du nicht nochmal antreten für den Regierungsrat? Du hast ja 2012 auch kandidiert. Ja. Im 15. bin ich auch nicht mehr antreten, weil ich in den Nationalrat gewählt worden bin. Und jetzt ist das zu lang zurückgelegen,
Zudem haben wir mit dem Jean-Pierre Galatti einen hervorragenden Kandidaten, der sich auch gesundheitspolitisch besser auskennt im Aargau als ich. Und darum war für mich klar, ich lasse Jean-Pierre Galatti den Vorrang. Ja, du bist jetzt schon 7 Jahre Präsident von der Aargauer SVP. Du hast schon sehr eine erfolgreiche Zeit hinter dir. Sollte man nicht dann abdaten, wenn es am besten war? Wann hast du das vor? Wolltest du auf Grossratswahlen oder vielleicht schon nach diesen Wahlen? Ja, ich gehe davon aus, dass es noch besser kommt. Nein, über das möchte ich auch nicht öffentlich reden. Also jetzt nach den Wahlen ist Rücktritt kein Thema. Ich bin noch gewählt bis Ende 2019 und bis Ende 2020 und dann schauen wir weiter. Mhm. Also bitte richtig verstehen, wir schätzen deine Arbeit sehr, aber die Frage stellt sich auch immer, eben, wie es bei mir auch als Gemeindamme war, dass man irgendwann vielleicht mal sagt, so jetzt auf dem Höhepunkt tut man gehen. Was würdest du denn rückblickend anders machen in den letzten 7 Jahren? Wir haben vor 2 Jahren mit den Ortsparteien geredet und ich habe gemerkt, dass wir dort den Kontakt nicht ganz so gut gepflegt haben, wie wir hätten sollen. Da haben wir intensiviert die Sitzung. Das würde ich von Anfang her so machen, ja. Du bist ja eher ein bodenständiger, ein anständiger, ein geerdeter Politiker. Findest du, Leute wie ich schaden der Partei? Nein, im Gegenteil. Du zeigst wirklich mit deinen Fingern auf die wunden Punkte und sagst klar, was nicht gut ist und zeigst auch Lösungsansätze auf. Du provozierst. Auch könnte nicht so sein in der SVP, aber ein Glarner im Aargau mag es leiden. Das ist sogar gut für die SVP Aargau, aber auch für die SVP Schweiz. Man nimmt die Gesamtschweizerisch wahr, man kennt die. Danke. Du bist Mitglied der Staatspolitischen Kommission. Allenfalls, je nachdem, wie es bei den Wahlen rauskommt, haben wir einen zweiten Kommissionssitz. Gut, was wäre deine Wunschkommission als zweite? Ich habe vor 4 Jahren schon gesagt, ich werde auch in die Gesundheitskommission. Das wäre ein Wunsch oder auch auf alles die WAC. Mhm. Wir müssen schauen, ob das wieder klappt. He? Danke vielmals, Thomas Burger. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Das war es von Glarner trifft auf Glarner TV. Bis hoffentlich bald. Auf Wiedersehen miteinander.